Herzlich willkommen beim Belt Update Nummer 10 vom 26.07.2023. Hier unsere Züge. Von denen haben wir mittlerweile echt viele. Wir haben auch dieses Mal wieder das Video ein bisschen stabilisiert, nachträglich bearbeitet. Wir haben einen Haufen Zeug mittlerweile zum Zeigen auf dem Gestell. Sorry für die Unordnung, aber wir sind noch im Aufbau natürlich zu diesem Zeitpunkt. Genau, hier ist natürlich auch unser Bauernhof mit den Kühen, den Ziegen, den Säuen und ein paar Minimodellen. Wir haben auch in dieser Folge neue Begrünung hinzugefügt, wie ihr sehen könnt. Ein paar Bäume, ein paar Pflanzen, einen Bären, der Honig frisst oder probiert Honig zu essen. Ein Kameramann, der einen Taucher filmt beim Tauchgang. Auch hier mittendrin ein bisschen Begrünung. Die Züge. Dann unser Hochhaus-Logo, das wir damals hatten oder jetzt haben, aber wir werden ja ein neues bekommen irgendwann. Die Baustelle hat auch ein paar neue Gerätschaften und einen Container. Unser Haus hat neuerdings auch einen Dachstock, ein Geländer und ein Chamäleon. Die Leute an der Haltestelle lesen jetzt Zeitung. Zwischen den Gleisen gibt es neue Büsche. Und hier ist unsere Community dargestellt, die immer mehr wächst. Quasi die Leute sind um die Stadt herum, in der Stadt drin, ein Teil der Stadt. Einer davon seid wahrscheinlich ihr, das schaut. Genau. Dann die neue Brücke, die ist größer, höher, man kann auch drunter durchschauen. Jawohl, dann haben wir unsere Tankstelle, wo der Painter nebendran steht. Von dem gibt es in Zukunft viele Videos. Unser Bahnübergang, der jetzt auch Schranken hat. Dann unser Minidorf. Die Migros hat jetzt eine Entsorgungsstelle für PET und Dosen und Glas. Da ist eine Verfolgungsjagd im Gange. Hier auch. Und neu in der Stadt gibt es jetzt Windkraft, so dass wir auch den Strom irgendwie erzeugen können, den die Loks da brauchen und die Häuser. Das ist aber noch im Aufbau natürlich, weil die Baustelle ist ja noch nicht fertig, deswegen ist noch nicht angeschlossen. Dann auch einen kurzen Blick rein ins Tunnelsystem. Und Aaron hat eine neue Garage, einen neuen Bahnübergang und einen neuen Spielplatz. Und dann gehen wir noch zum Leuchtturm, der aus dem Buch kommt, und im Wald nebendran haben wir jetzt Eichhörnchen. Und hier noch einen letzten neuen Blick auf die neue Brücke und die Community. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Die Qualität steigt, soll sie auch. Und ich hoffe, ihr schaut auch die nächsten Videos. Vielen Dank fürs Reinsehen und macht's gut. Ciao zusammen.